Herzlich willkommen zum Digital Talk Bauen für die Bildung. Mein Name ist Yvonne Traxel. Ich bin Projektleiterin bei Heuer Dialog und moderiere heute das Webinar für Sie. Ja, der Bedarf an modernen Schulen ist enorm groß und ja, gerade der Bedarf, wo man sich auch wohlfühlen soll, sowohl Schüler wie auch Lehrer. Und dabei geht es eben nicht nur um Neubauten, sondern auch um Sanierung und Ersatzbauten, die ganz oben auf der Agenda bei den Kommunen stehen. Jetzt, wenn man an die verschiedenen Unterrichtsformen denkt, erfordern diese natürlich auch ganz unterschiedliche Lernräume. Also wenn man an kleine Gruppen denkt oder größere Lerngruppen bis hin zur Stillarbeit. Und der Modulbau, der ermöglicht wiederum das schnelle, flexible und hochwertige Bauen. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, wie die Städte in die Lage versetzt werden, ihre vielfältigen Schulprojekte an mehreren Standorten gleichzeitig umzusetzen und wie der Modulbau eigentlich mit dem deutschen Vergaberecht realisierbar ist. Und ich freue mich, dass wir heute drei Experten hier bei uns haben, die ganz unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema einbringen, nämlich die bauliche, die planerische und die rechtliche Sicht. Ich darf Ihnen kurz die Sprecher vorstellen. Herr Jan Trautermann ist Gebietsleiter bei Alho Systembau. Herr Hohlfeld ist Inhaber des Büros Hohlfeld Architektur und kennt sich bestens mit der Planung aus. Er hat sich mit seinem Team auf Bildungsbauten spezialisiert und entwirft seit 2008 flexible und lerneffiziente Räume in modularen Bauten unter Einbindung der Nutzer. Und Herr Dr. Püstow ist Partner der Rechtsanwaltsgesellschaft KPMG und wird uns heute die Details im rechtlichen Bereich erläutern. Wir beginnen jetzt zunächst mit dem Einführungsvortrag von Herrn Trautermann und gehen dann in eine lockere Q&A-Runde über. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit Ihre Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie dafür das Chatfenster. Den Vortrag von Herrn Trautermann können Sie jetzt schon herunterladen, aber Sie bekommen auch im Nachgang noch eine E-Mail mit der Möglichkeit zum Download. Da ist dann ein Link angezeigt. Ja, Herr Trautermann, dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag und ich darf Sie bitten zu starten. Herzlichen Dank, Frau Traxel, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen und Hallo aus der Niederlassung Rhein-Ruhr in Ratingen. Ich denke, wir steigen sofort einmal ein. Ja, was bedeutet serielles? Moment, da war ich einmal zu schnell. Pardon. Was bedeutet serielles modulares Bauen? Serielles modulares Bauen, da redet man von dreidimensionellen Raumzellen für die dauerhafte Nutzung. Gibt es zum einen in Holz, in Beton, aber auch in Stahl. Und wir, die Firma Alho als Stahlmodulbauhersteller, widmen uns da en Detail natürlich diesem Thema. Tja, der Ablauf. Analog zur HOAI ist es etwas anders als in der konventionellen Bauweise. Durchgeht durch die einzelnen Leistungsphasen, Leistungsphase 1 bis 3, sind äquivalent zur konventionellen Bauweise. Sinnvollerweise macht es ab Leistungsphase 2 schon mal Sinn, einen Modulbauhersteller zu kontaktieren und sich erste Infos einzuholen, mal zu schauen, wie könnte ein gutes Raster aussehen und ein wirtschaftliches, besser gesagt, in die Leistungsphase 4. Genehmigungsplanung, auch das läuft dann ganz konventionell, entweder durch den Generalunternehmer selber oder aber auch durch ein externes Architekturbüro. Ja, und dann kommt schon der Sprung, dann geht man eigentlich direkt in die Ausschreibung, benötigt eine funktionale Leistungsbeschreibung, möglicherweise eine Planung und vergibt das Ganze dann an den Generalunternehmer respektive den Modulbauer. Und erst dann kommt die originäre Leistungsphase 5 der HOAI zum Tragen, denn das bringt der Modulbauer selber mit. Ja, das heißt, das ist im Leistungspaket, im Portfolio mit enthalten, integrale Planung, eine BIM-Planung, schließt sich daran an und dann gehen wir in die Leistungsphase 8, in die Produktion und den Bau. Be-
Gebildet sieht das Ganze dann so aus, wenn ein Generalunternehmer alles aus einer Hand abwickelt, zunächst mal die Beratung, Angebot, dann Beauftragung, das Ganze verzahnt mit der integralen Planung, die industrielle Vorfertigung, da sehen wir schon mal eine kleine Impression, wie es bei uns in der Produktionshalle aussieht, geht dann raus auf die Straße mit den Modulen, kommt dann mit den Modulen an, hat eine saubere und leise Baustelle vor Ort mit einer geringen Ausbauzeit und am Ende des Tages eine 70% schnellere Fertigstellung ihres neuen Gebäudes im Vergleich zur konventionellen Bauweise. Da sehen wir jetzt einen Blick bei uns in die Fertigung. Die Produktionshalle ist circa 450 Meter lang. Man schweißt zunächst die Stahlrahmen zusammen und setzt dann auf der Linienfertigung auf. Das heißt, wir haben eine Trasse, wo die Module in einem gewissen Takt immer einen Step weitergeschoben werden. Und dann müssen da diverse Dinge dran passieren. Es werden zunächst einmal alle Wände gestellt, die schon produktionsseitig zu stellen sind. Das ist immer Trockenbau, immer entsprechend gedämmt. In die Außenwände werden schon Fenster und Türen eingesetzt. Dann geht das Ganze weiter noch in den Innenausbau. Es werden erste Räumlichkeiten errichtet. Sanitärzellen werden unter Umständen schon komplett fertig gemacht. Und sämtliche Materialien werden hier auf dieses Podest geliefert, sodass unsere Produktionsmitarbeiter eine sehr einfache Materiallogistik zur Verfügung haben und die Materialien wie in der Automobilindustrie just in time zur Verfügung gestellt werden. Hier nochmal en Detail. Also wir fertigen die Stahlkonstruktion. Elektro- und Sanitär-Rohinstallation wird schon entsprechend vorgenommen. Gerade die Sanitärverrohrung in den Wänden ist schon komplett installiert. Bei Elektro handelt es sich um eine Vorverkabelung. Grundsätzlich lässt sich im Modulbau sagen, je höher der Anteil der TGA oder je technischer das Gebäude wird, desto mehr passiert natürlich auch noch auf der Baustelle vor Ort, weil dann das Ausbaugewerk den ganzen Baukörper zur Verfügung hat. Da macht es in Teilen halt auch keinen Sinn, immer zu stückeln und immer in jedem Modul etwas einzufügen. Das macht man dann im gesamten Baukörper vor Ort. Wie gesagt, Trockenbau machen wir, Einbaufenster, Fertigstellung, Sanitärbereiche. Vor Ort dann nach Montage haben wir dann natürlich die Verbindung der einzelnen Module, die werden untereinander verschweißt. Es werden die Medienanschlüsse werden hergestellt, die Fassade wird je nach Wunsch, Vorhangfassade, Wärmedämmverbundsystem, was auch immer, kann alles gewählt werden, wird aufgebracht. Wir haben natürlich noch ein ganz konventionelles Dach, mindestens ein Wärmedämmgefälledach und das sind die Dinge, die vor Ort dann vollzogen werden. Jetzt springen wir auf die nächste Folie. Ich bitte zu entschuldigen, das hakt in Teilen schon mal so ein bisschen. Wir müssen uns etwas in Geduld üben, aber da ist auch schon die Vorteile, die cleveren Vorteile in der Alu-Modulbauweise. Sie haben bis zu 70% kürzere Bauzeit, 50% weniger Emissionen eben durch den hohen Vorfertigungsgrad. Das ist gerade in Bezug auf Bildungsimmobilien, Bauen im Bestand, wenn der Schulbetrieb weiterläuft, eigentlich fast das Mittel der Wahl. Denn bis auf die wenigen Tage Montage haben Sie dann nur noch einen ganz rudimentären Handwerkerverkehr. Und die Schüler können in den Bestandsgebäuden ganz normal weiterlernen, ohne eine große Beeinträchtigung, also von Lärm oder auch von Staub und Schmutz zu erfahren. Sie haben zudem eine Investitionssicherheit, eben durch eine Festpreisgarantie. Ein Modulbauer kennt sein System, kann darauf einen Fixpreis abgeben und aufgrund der Eintaktung und Vorfabrikation gibt es natürlich auch noch einen Fixtermin. Integrale Planung bringen wir sowieso mit, egal ob mit externen Architekten oder aber auch mit Inhouse-Architekten und das Ganze in Einklang mit Ökonomie und Ökologie. Da komme ich aber gleich im weiteren Verlauf dieser Präsentation auch nochmal zu. Als letzten Punkt lässt sich natürlich auch ein Modulbau flexibel erweitern, aufstocken, umbauen, Nutzungsänderungen eben durch den Trockenbau sehr einfach darstellbar, Wände ausziehen oder Wände ausbauen, neu einbauen, neue Medienleitungen ziehen, das ist alles möglich. Es muss wohl im Vorfeld berücksichtigt werden, weil die Gründungsebene entsprechend ertüchtigt sein muss. Kann natürlich auch ein Modulbau noch weiter aufgestockt werden und bis hin zu einer Komplettumnutzung dahingehend, dass ein ganzes Gebäude auch umziehen kann. Ist natürlich erhöht aufwendig, aber auch das ist theoretisch möglich, ein Gebäude
irgendwann einmal umziehen zu lassen. Was bedeutet Modulbau im Sinne der Nachhaltigkeit? Gerade Stahl ist hier einer der größten Weltmeister, die es gibt, nämlich der Recycling-Weltmeister. Es folgt zunächst mal in Anlehnung an das Cradle-to-Cradle-Prinzip, die Rohstoffentnahme. Das heißt, wir errichten das Modulgebäude in der ersten Variante. In einer ersten Phase kann das Ganze dann umgenutzt werden. Ich sagte es schon, es können eventuell auch Module weggenommen werden, es kann aufgestockt werden, die Grundrisssituation kann verändert werden. Die Materialien, die ich wieder ausbaue, können auch dem Ursprungskreislauf zurückgeführt werden. Dann habe ich die Nutzungsphase 2, möglicherweise auch noch eine Nutzungsphase 3. Das lässt sich ja beliebig erweitern und in Summe kann das Ganze im Recycling des ganzen Gebäudes münden. Und das werden wir auch dann jetzt gleich sehen, dass bis zu 90% des Gebäudes letztlich verwertet werden können. Stahl als Recycling-Weltmeister, gerade 99% Recyclingquote bei Baustahl, bis zu 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr können vermieden werden. Wir haben 36% weniger Ressourceneinsatz, bis zu 70% weniger Bauschutt auf der Baustelle und in Summe 20% weniger Energieverbrauch. Die emissionsarme Baustelle brauche ich nicht mehr nennen, das hatte ich ja eben schon mal getan, dass wir da weniger Beeinträchtigungen haben vor Ort. Ja, und auch die integrale Planung führt eben dazu, dass wir genau diese Zahlen auch erreichen können, dass jedes Rädchen ineinander greift, ja, dass wirtschaftliche Aspekte, bautechnische Aspekte, ökologische Aspekte, Anforderungen an die Technik, an Wärmeschutz, an Brandschutz eben mit einfließen, dass Überlegungen, was könnte eventuell in 20 Jahren passieren, eben auch mit einfließen können und macht den Modulbau letzten Endes zu einer sehr, sehr nachhaltigen Bauweise. Add-on ist natürlich, ist es möglich, ein Gebäude so zu ertüchtigen, dass ich die KfW-Standards erfülle, dass ich ein DGNB-Zertifikat bekommen kann. Sämtliche Zertifizierungen sind dort möglich. Das ist in Abstimmung natürlich dann mit dem Kunden durchzuführen. Rückbau und Versetzen, ne? Das Prinzip der Circular Economy ist hier maßgebend, bis hin zu Recycling, aber das hatte ich ja eben schon mal genannt. Ja, kommen wir noch zu ein paar Referenzen zum Thema Bildungsimmobilien. Da haben wir zum einen die Kitas, das soll nun mal eine kleine Impression sein. Natürlich stehen wir für weitere Beispiele und auch weitere Informationen jederzeit gern zur Verfügung. Sprechen Sie mich im Nachgang einfach an. Und zwar, ob es eventuell was Aufgeständertes sein soll, ein Mix in der Fassadenwahl aus Holzelementen oder auch mit Wärmedämmverbundsystem, mit einem Dachüberstand als baulichen Sonnenschutz, ein auskragender Laubengang. Also da können Sie auch mit einer Modulbaukonstruktion spielen. Also ich muss nicht nur den handelsüblichen Legostein verwenden, sondern ich kann auch ganze Module auskragen lassen. Ich kann dem Gebäude eine hochwertige Architektur verleihen. Kommt natürlich immer auch ein bisschen aufs Budget drauf an, aber hinbekommen tut man das. Ja, ein bisschen dazu. Das ist ein Beispiel hier aus Dortmund, die seinerzeit erste modulare Kita im Energie-Plus-Standard, die also mehr Energie erzeugt, als sie verbraucht, ist natürlich auch möglich. Dann haben wir im nächsten Step die Schulen. Auch hier springe ich nur ganz kurz drüber. Fassadenwahl hier mit einer Tresbach-Verkleidung ist die Schule aus München auch wieder aufgeständert, dass man so eine kleine Überdachung hat, wenn es mal draußen regnet und trotzdem den Pausenhof etwas mehr nutzen möchte. Eine etwas andere Dachkonstruktion, das heißt, hier haben wir ein auskragendes Holzdach, nochmal mit Aufständerung. Also auch da sind den Wünschen letztlich keine Grenzen gesetzt. Und mündet dann abschließend in den Bauten für Universitäten und Fachhochschulen. Ob es jetzt ein Dreigeschosser sein soll mit einer Alu-Kassette oder aber eine komplette Holzfassade mit einer Pfostenriegelkonstruktion, mit einem Dachüberstand hier oben. Auch das kann man in der Planungsphase berücksichtigen. Und jetzt spannen wir den Bogen einmal wieder zurück zum Ausgangsthema. Neue Schulen braucht das Land. Und dem haben wir uns gewidmet, indem wir mit dem Büro Hohlfeld gemeinsam einen modularen Schulbaukasten entwickelt haben. Das soll allerdings nur ein Beispiel sein.
nur eine Idee geben für alle potenziellen Interessenten, die sich ja die modular eine Schule möglicherweise errichten möchten, um einfach auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, haben wir uns dem Thema der neuen Lernformen sukzessive mal genähert. Es gibt natürlich zum einen die klassischen Grundrisse, die einhüftige Schule mit Klassenraum, Differenzierungsraum, Nebenraum, mit dem Büro vielleicht, Sanitärbereichen, dann im Treppenhaus. Die zweihüftige Variante ist dann nochmal die aufgeblähte einhüftige Schule. Haben dann aber gesagt, durch die neuen Konzepte, die neue Bildungskonzepte, müssten wir aber auch was zeigen, was der Modulbau noch kann, nämlich auch eine Clusterschule darstellen. Ja, das heißt, wir haben einzelne Clusterbereiche. Wir können auf jedes pädagogische Konzept entsprechend reagieren. Mündet letzten Endes in einer Mensa-Lösung. Das sehen wir jetzt hier nochmal en Detail. Schule einhüftig hier auf der linken Seite, Klassenraum, Nebenraum und dann nochmal diese separaten Nebenräume mit Sanitärbereich, mit Treppenhaus etc. pp. Schule zweihüftig dann nur nochmal mit den Klassenräumen auf der anderen Seite des Flures und kommen dann mal zur Clusterschule, beispielsweise nach dem Lernhauskonzept. Dem Modulbau oder dem Stahlmodulbau ist es eigentlich egal, was innen drin passiert. Also das kann man immer darauf runterbrechen, wenn man einfach nur die Stahlkonstruktion nimmt, der ist es eigentlich egal. Werde ich jetzt eine Klinik, werde ich jetzt eine Schule, eine Kita, werde ich jetzt ein Lerncluster und kann mit meinem Grundriss in Anlehnung an ein wirtschaftliches Raster komplett frei spielen. Und das soll es von meiner Seite soweit erstmal gewesen sein. Der Herr Hohlfeld wird dann mit Sicherheit gleich auch nochmal mehr ins Detail geben und von architektonischer Seite noch etwas dazu berichten. Ansonsten stehe ich für Fragen natürlich gerne zur Verfügung und sage fürs Erste einmal herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Trautermann. Ich kann sehen, dass im Moment keine Fragen dazu Ihrem Vortrag erstmal aufgekommen sind. Insofern bitte ich die anderen Sprecher, sich auch wieder visuell dazuzuschalten. Dann könnten wir jetzt direkt in unsere Q&A-Runde einsteigen. Mhm. Wunderbar. Ich würde auch direkt Frau Traxel, ganz kurz. Ich habe hier ein kurzes technisches Problem. Können Sie mich auch dazuschalten? Das geht nicht, aber wir hören Sie. Solange Sie nicht visuell da sind, können wir zumindest Sie per Audio dazuschalten. Ja, das ist gut. Dann würde ich nämlich auch direkt die erste Frage an Sie richten, Herr Hohlfeld. Sie waren ja auch an der Gestaltung des Schulbaukastens beteiligt. Und warum sehen Sie jetzt in der modernen Modulbauweise gerade für den Schulbau so viel Potenzial und was muss man eigentlich in der Planung da bedenken? Also das Potenzial sehen wir in der modernen Modulbauweise so für den Bildungsbau, dass wir im Grunde auf der einen Seite die architektonischen Aspekte, die natürlich im Schulbau, Bildungsbauten generell eine große Rolle spielen, als Architekten sehr gut umsetzen können und gleichzeitig natürlich auch diesen hohen Bedarf, den wir jetzt an unterschiedlichen Standorten in ganz vielen Kommunen und Städten haben, auch abbilden können. Also sprich, dass wir die eben schon erwähnten Vorteile kombinieren können als Architekten und dort dann an vielen Standorten gleichzeitig eine Qualität bieten können. Mhm. Und gibt es da Besonderheiten bei der Planung? Also wie lerne ich denn, industriell modular zu denken? Das ist ja nicht jedem so mitgegeben, auch nicht jedem Architekten. Das macht natürlich dann die Erfahrung. Also wenn wir haben jetzt als Büro viele Bildungsbauten, sowohl Kitas als auch Schulen realisiert. Und dort lernt man natürlich, wie in anderen Bauweisen auch, die Besonderheiten kennen, die das bestimmte Raster denken. Und dort ist es dann so, dass man am Anfang, wenn man das System studiert hat, natürlich auch immer weiter die Freiheiten dann erkennt. Und das heißt, je stärker im Prinzip ein Architekturbüro
die Freiheiten und die systemrelevanten Besonderheiten dann kennt, desto mehr kann es natürlich auch nachher wieder in die Freiheiten gehen der Gestaltung, der funktionalen Umsetzung von ganz besonderen Wünschen, die dann auch Bauherren und für bestimmte Standorte wichtig sind und ja, dort einfach eine große Qualität dann auch als Architekturbüro zu bieten. Okay. Herr Dr. Püstow, bei Modulbauprojekten werden die Bauleistungen ja aus einer Hand erbracht. Was sagt denn das Vergaberecht dazu? Also ist das mit dem Gebot der Losvergabe vereinbar? Ja, Frau Taxel, das hat der Traute mal beschrieben, nicht wahr, dass die Modulbauprojekte ihre Effizienz daraus holen, dass sie an Bauunternehmen als Generalunternehmer vergeben werden, in der Tat. Und das führt immer zu einem der größten Geheimnisse des Vergaberechts, ja, dem Gebot der Losvergabe. Das kennt jeder, der sich mit dem Vergaberecht beschäftigt. Weiß, die meisten kennen sogar die Normen, § 97 Absatz 4 GWB, das Gebot der Losvergabe. Das führt dazu, dass es eine große Scheu gibt vor Generalunternehmervergaben. Es gibt eine Studie da des Kompetenzzentrums für öffentliche Wirtschaft, die sagt, dass nur eine von 5 Kommunen in den letzten Jahren GU-Vergaben überhaupt durchgeführt hat, obwohl die Vorteile eigentlich auf der Hand liegen. GU-Vergaben können sehr schnell durchgeführt werden. Sie ermöglichen eine frühe Kostensicherheit zu erreichen und sie entlasten die Verwaltung von vielen Aufgaben. Woher kommt es also, dass in der Tat GU-Vergaben immer als Barriere gesehen werden, dass man gesagt wird, das geht doch gar nicht, wir können keine GU-Vergabe machen, das Gebot der Losvergabe. Da will ich mal ein bisschen eintauchen in den Mythos der Losvergabe. Vielleicht vorneweg, diese Vorschrift muss man immer verstehen, das ist eine industriepolitische Vorschrift, die unser Vergaberecht kennt. Die beruht darauf, dass wir einfach eine sehr mittelständisch geprägte Wirtschaft haben und der Gesetzgeber hat gesagt, die öffentliche Hand soll bei der Vergabe von Aufträgen einen Beitrag dafür leisten, diese mittelständische Wirtschaft zu fördern. Na, man muss sich vorstellen, 16% des Bruttoinlandsprodukts fallen auf den öffentlichen Einkauf, also eine gigantische Summe. Und da sagt der Staat, das Geld wollen wir so verwenden, dass wir die mittelständische Wirtschaft schützen. Und deswegen sind Leistungen also nach Teil- und Fachlosen zu vergeben. So steht es dann drin in dem § 97 Absatz 4 GWB. Trotzdem. Das heißt nicht, dass der Weg dafür verwirrt ist. Wir haben da ein Gutachten für geschrieben, Vergabe an Generalunternehmer, gemeinsam mit der Uni Leipzig, um das nochmal zu analysieren, wie die Lage nun ist, was für Möglichkeiten es denn nun tatsächlich gibt. Und auch in unserer Praxis führen wir sehr oft GU-Vergaben durch. Ich habe noch nie ein Nachprüfungsverfahren gehabt, in dem die GU-Vergabe angegriffen worden ist. Und wir haben das sogar mal recherchiert. Wir haben gesehen, es gab seit 1999, seitdem gibt es das Vergaberecht, gab es ungefähr 40.000 Nachprüfungsverfahren. Wir haben, halten Sie sich fest, 128 Vergabeverfahren gefunden, Nachprüfungsverfahren gefunden, in denen die GU-Vergabe angegriffen worden ist. 128 von 40.000. Von denen 128 waren 39 erfolgreich. 39 von 40.000 Nachprüfungsverfahren haben erfolgreich in die GU-Vergabe angegriffen. Das passt überhaupt nicht zu diesem Mythos, den man dort hat. Und damit muss man deswegen auch so ein Stück weit aufräumen. Die These ist, die gut begründete und dokumentierte GU-Vergabe kann rechtssicher durchgeführt werden. Der erste Punkt ist, GU-Vergabe oder eine Losvergabe ist immer nur dort überhaupt nur notwendig. Auch das Gesetz verlangt nur dort eine Losvergabe durchzuführen, wo eine Leistung überhaupt in Lose aufgeteilt werden kann. Ganz am Anfang des Vergaberechts steht immer das Leistungsbestimmungsrecht des öffentlichen Auftraggebers. Nehmen Sie mal ein Beispiel, die Polizei will ein Polizeiauto einkaufen. Da wird auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja, das muss jetzt in Losvergabe machen und muss irgendwie das Chassis einkaufen und die Räder einkaufen und das Lenkrad einkaufen und die Motoren einkaufen und die Sitze einkaufen und dann bastelt es nachher zusammen und macht das. Das wäre möglich, ja? So macht die Industrie das ja auch. Würde keiner auf die Idee kommen, sondern man sagt, wenn der Auftraggeber ein Auto braucht und es macht irgendwie Sinn, ein fahrtüchtiges Unterstand zu haben, dann kann er es auch gemeinsam einkaufen. Da gibt es gar keine Losvergabe. Und deswegen ist die Frage und auch eine These von mir, kann der öffentliche Auftraggeber nicht begründen, ich will einen Modulbau haben? Und ich glaube, es gibt dafür sehr gute Gründe. Wir haben einen riesen Investitionsstau beim Schulbau. Die KfW hat das analysiert, 2019. 42 Milliarden Euro ist der Investitionsrückstau in Schulbauten. Das ist der größte Posten des Rückstaus von Kommunen. Hier brauchen wir also Geschwindigkeit und Schnelligkeit zu agieren. 730.000 Mitarbeiter fehlen in den Verwaltungen. Die Verwaltungen sind gar nicht dafür aufgestellt, detaillierte kleine Vergaben zu machen. Sie brauchen ganzheitliche Lösungen. Und da kann man auch noch weitere Argumente ziehen, die Herr Trautmann vorgestellt hat, zu sagen,
Vielleicht haben wir beengte Baustellen und müssen hier schnell arbeiten, morgen Prozesse. Man kann also Argumente finden, dass man sagt, der öffentliche Auftraggeber darf sich auch festlegen, zu sagen, ich will für bestimmte Elemente die GU-Vergabe haben. Dann ist man raus aus der GU-Vergabe, dann braucht man da gar keine Rechtfertigung für. Wenn doch, will ich nur ganz kurz sagen, dann muss man nach wirtschaftlichen oder technischen Gründen suchen, mit denen eine GU-Vergabe begründet werden kann. Da kann auch eine Bauzeitverkürzung oder Synergien oder auch Themen wie das Clean Production können Argumente dafür sein, das auch zu begründen. Und so kann man am Ende in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen dazu kommen, zu sagen, mit der richtigen Begründung, wer schreibt, der bleibt, sagen wir Juristen immer, mit der richtigen Begründung kann eine GU-Vergabe gerechtfertigt werden. Okay, das sieht also sehr gut aus für den Modulbau, auch wenn es für ihn keinen Gewerkemarkt gibt. Damit will man also Geschwindigkeit aufbauen. Herr Trautermann, wir haben schon gehört, bis zu 70% kann man schneller bauen mit dem Modulbau. Ist denn die Schnelligkeit aus Ihrer Sicht wirklich das beste Argument für den Modulbau oder welchen Vorteil sehen Sie da eigentlich am meisten? Also kann man jetzt überhaupt nicht speziell sagen, was ist jetzt der beste Vorteil. Es gibt einen ganzen Strauß an Vorteilen, den der Modulbau einfach mitbringt. Die Bauzeit, die Sie jetzt selber genannt haben. Ich habe die emissionsarme Baustelle, die nur auch in die Bewertung relativ weit oben mit einfließt, wenn ein Schulbetrieb weitergehen kann. Ich habe weniger Baustellenverkehr. Klar muss ich die Logistik vorher klären. Das heißt, wie komme ich mit meinem Kran zum Bauort? Wie komme ich mit den Modulen dorthin? Aber ich habe eben nicht die Tage drauf dann noch Schwerlastverkehr. Das habe ich dann einmal in der Woche, wo ich dann aufstelle. Danach ist die Sache dann passé. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit. Ja, das heißt, ich kann ein komplettes Gebäude fast recyceln. Ich kann es umnutzen, wenn ich das jetzt mal weiterspinne. Die Clusterlösungen, die sich da immer mehr herauskristallisieren. Ein pädagogisches Konzept, so wie es heute aussieht, sieht in 10 Jahren vielleicht schon ganz anders aus. Ja, und dann kann ich mit einer simplen Lösung, kann ich auf neue Grundrisse reagieren. Ich kann bei Weiterentwicklung von Techniken und Medien, kann ich neue Anschlüsse einziehen und kann da auch wiederum das Gebäude zukunftssicher machen. Ja, bis hin zum Aufstocken, ja, das heißt gerade beim Thema Platz, da stößt man ja jetzt gerade in den Altbeständen auch an Grenzen. Das heißt, ich muss mich nicht in der Fläche verbreitern, sondern ich kann eventuell auch noch nach oben hinaus wachsen, wenn ich eventuell noch weitere Räumlichkeiten aufgrund eurer Konzepte oder eventuell die Demografie spricht noch eine andere Sprache und es gehen mehr Kinder zur Schule, ja, dann funktioniert das auch darüber. Sie sagten ja, der Modulbau ist auch Recycling-Weltmeister. Herr Trautermann, Sie haben ja sich auch intensiv mit dem Modulbau befasst. Jetzt haben wir die Bauministerkonferenz, die diskutiert gerade, ob man den Holzbau sogar vorschreiben sollte zu einem gewissen Anteil. Und so ein bisschen rückt der Holzbau gerade in die Mitte, glaube ich, der Diskussion. Würden Sie da noch einen zusätzlichen Vorteil sehen in der Auswahl der Materialien? Also ich tue mich damit immer schwer. Natürlich bin ich befangen, was das Thema angeht. Und normalerweise ist es das Mittel der Wahl. Ich sag mal, zumindest in anderen Bauweisen auch neutral gegenüber zu stehen. Da hat auch jeder irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, es tut sich beides nichts. Also ich sage mal, auch ein Holzbauer, der hat mit Ausdünstung zu kämpfen, mit VOC-Werten. Gerade im Sommer, wenn man mal die A45 langfährt, die Sauerlandlinie, und sich die Holz- oder die Sägewerke einmal anschaut, dann muss das Holz gewässert werden, damit es verarbeitet werden kann. Also hat alles ein Für und Wider. Ja, natürlich habe ich bei Stahl auch einen Energieeinsatz. Ich lasse es einfach mal neutral so stehen. Ja, Herr Hohlfeld, Sie haben vielleicht unterschiedliche Projekte auch schon mal gesehen und wir haben ja auch gesehen, die Fassade spielt eine große Rolle, da haben wir auch Holzverkleidung gesehen. Wie wichtig sind Materialien und worauf muss ich generell achten beim Modulbau? Also grundsätzlich sind natürlich Materialien sehr wichtig, weil es einfach der direkte Bezug sozusagen des Nutzers auch zum Raum ist, sowohl innen als auch außen. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich im Modulbau eine ganze Bandbreite an Materialien zur Verfügung hat, eigentlich die gleiche Bandbreite im Massivbau. Und das andere ist auch nochmal eine Thematik. Wir als Architekten sehen natürlich
die Gestaltungsmöglichkeiten über Materialauswahl, über halt auch gesunde Materialien, was natürlich auch in der Bildungsbau sehr, sehr wichtig ist, gutes Raumklima etc. Das ist natürlich unsere Aufgabe, wo wir auch, ich denke, gemeinsam mit den Kommunen, Städten und auch den Modulbauern noch mal stärker reingehen können, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und da sehen wir einfach auch letztlich dann für den Nutzer und für das Raumklima bei allen Bauweisen, sei es jetzt eine Teilmassivbauweise im Modulbau, eine Holzbauweise oder eine Stahlrahmenbauweise, sehen wir eigentlich nachher für den Nutzer einen ähnlichen Raumkomfort. Das ist ja letztlich das, was der Nutzer dann wirklich spürt. Und da wollen wir auch mit den Stahlrahmenmodulbauern wollen wir reingehen, auch verstärkt natürliche Materialien einzusetzen. Das ist ja dann letztlich der Punkt, den der Nutzer dann wirklich spürt. Vielleicht noch mal eine Frage an Sie, Herr Dr. Püstow. Ist es denn rechtlich möglich eigentlich, die Architekturqualität zu werten? Also das Vergaberecht fordert ja den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot. Ja, das Wirtschaftlichste heißt ja nicht das Günstigste, sondern Wirtschaftlichkeit ist immer das Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist oftmals sogar unzulässig, den Zuschlag auf das billigste Angebot zu erteilen. Wenn die Qualität sich unterscheidet, sagt sogar der BGH, muss das berücksichtigt werden. So, und hat Architekturqualität etwas mit Wirtschaftlichkeit zu tun? Ja klar, sage ich als Bürger, der in der Stadt lebt und sich hier irgendwie wohlfühlen will. Natürlich hat das was damit zu tun. Sie haben das selber gerade gesagt, Frau Traxel, im Eingang. Das müssen Schulen sein, in denen auch ein Klima geschaffen wird, in denen sich die Schüler wohlfühlen. Und das muss auch ein Gebäude sein, was sich in eine Umgebung irgendwie einführt. Und das ist auch eine große Verantwortung des Staates, bei so einem großen Investitionsprogramm sicherzustellen, dass wir, ich sage jetzt mal salopp, die Landschaft mit Plattenbauten überziehen. Und deswegen kennen wir das ja auch aus Architekturwettbewerben, dass die werden immer, da wird nur nach Qualität gewertet. Und wir können das miteinander jetzt kombinieren, auch in der Modulbauausschreibung oder auch in der Generalunternehmerausschreibung, zu sagen, wir gucken uns an, was die Kosten sind, die erwarteten Kosten sind, aber auch, was die bauliche Qualität ist. Möglichkeiten dazu sind, dass man ja ein Teil der Wertungskriterien 20, 30, 40% darauf verwendet, die Architekturqualität bewerten zu lassen und kann dort sich Vorschläge, Pläne vorlegen lassen und auch Gremien darüber dann befinden lassen, wie diese Qualität bewertet wird. Es gibt da, möchte ich sagen, sogar eine Studie dazu aus der Zeit, als man noch über PPP-Projekte gesprochen hat. Das sind noch andere Projekte, aber wo die Diskussion auch schon mal aufgekommen ist. Wie kann dort Qualität gesichert werden? Und da gibt es eine Studie sogar vom Bund dazu, die nochmal deutlich macht, was für Ansätze es dort gibt und die zu dem Erkenntnis kommt am Ende des Tages, dass die Bauqualität auch in solchen GU-Modellen auf einem hohen Niveau gewährleistet werden kann durch eine entsprechende Berücksichtigung. Wir haben jetzt eine Frage von einem Teilnehmer an Sie, Herr Trautermann. Und zwar interessiert ihn, wie die Firma Alho mit Totalunternehmervergaben gegenübersteht. Und hier insbesondere, wie aus Sicht von Alho funktionale Leistungsbeschreibungen aufgesetzt werden müssten, damit Modulbauer hier in einem Wettbewerb mit TUs, mit klassischen Bauweisen treten können. Ja, also zum einen zu Totalunternehmerleistung, das müsste man in Detail mal besprechen. Also grundlegend ist unsere Kernkompetenz, wir sind ja so eine Mischung aus Generalbauunternehmung, aber auch industriellem Hersteller. Das ist unser Steckenpferd. Totalunternehmerleistung könnte ja münden auch in einer komplett Neuentwicklung, Projektentwicklung. Ist alles leistbar, ist über Partnerbüros, ich sag mal auch mit dem Büro Hohlfeld beispielsweise, haben wir sowas schon gemacht, gerade in Planungsphasen möglich. Man muss aber grundlegend schauen, macht es dann für alle Beteiligten Sinn? Weil wir kaufen nachher dann in der Ausführung die Leistung zu. Macht es dann für den Auftraggeber Sinn, dass wir das tun, weil wir auch noch einen Generalunternehmerzuschlag haben? Das muss man im Einzelfall bewerten. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns da riesig drüber freuen, aber wir stellen uns dem trotzdem. Ja, also wenn das Projekt einfach passt. Die zweite Frage können Sie gerade noch mal wiederholen, Frau Traxel.
Was müsste, also aus Ihrer Sicht, wie aus der Sicht von ALLO, funktionale Leistungsbeschreibungen aufgesetzt werden müssten, damit Modulbauer hier in einen Wettbewerb mit TUs, mit klassischen Bauweisen treten können? Ja, also Wettbewerb insofern, wir haben ja eingangs schon oder beziehungsweise auch im Rahmen des Schulbaukastens rudimentär schon gesehen, dass wir ein gewisses Raster benötigen. Wir werden oft angefragt für Planung hier Bauweise offen. Es ist aber in konventioneller Bauweise geplant worden. Grundriss ist zunächst mal kubisch. Ja, ist so anmutend, dass man das Modulbau auch passen würde. Wir bekommen aber kein wirtschaftliches Raster eingelegt. Das heißt, wir laufen in zu viele Zwängungen. Und das führt dann nachher zu einem unwirtschaftlichen Angebot. Macht für den Kunden keinen Sinn, macht für uns natürlich dann auch im Umkehrschluss keinen Sinn, sodass es da schon eine zielgerichtete Ausschreibung sein müsste. Das heißt, es muss zumindest mal im Vorfeld im Rahmen der Planung mit einem Modulbauer Kontakt aufgenommen werden oder ist wünschenswert. Dann läuft das Ganze auch direkt in wirtschaftliche Bahnen. Also wie gesagt, ab Leistungsphase 2 macht das Sinn, dass vielleicht mal ein Fachmann dort über die Planung schaut, mal ein bisschen Input gibt. Und die Ausschreibung nachher sollte zumindest modular sein, wenn nicht sogar auch Richtung Stahlmodulbau gehen. Also das sollte schon sehr dezidiert erfolgen. Der Brandschutz sollte abgeprüft werden. Da ist gerade so das Thema. Ich denke, einige in der Runde werden damit zu tun haben. Ist das Thema Bauartgenehmigung ganz weit vorne dabei, zumindest auch eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung, wenn er nach Landesbauordnung gebaut werden soll, was ja de facto der Fall sein sollte. Und das Ganze geht dann weiter über Qualitäten, die dann festgelegt werden. Und wenn man so ein Paket schnürt, dann kann sich der Ausschreibende sicher sein, dass er dann auch die Angebote von denen erhält, die es wirklich können. Okay. Möchte da jemand von Ihnen noch was ergänzen? Ja, sonst, Herr Hohlfeld, würde ich, ja, Entschuldigung. Wenn Sie möchten, kann ich gerne noch als Architekten, aus Architektensicht zwei, drei Sätze dazu sagen. Also wir haben es auch schon bei ein, zwei Schulen jetzt so gehabt, dass tatsächlich der Auftraggeber wollte, dass wir eine Planung durchführen, die dann sowohl in einer Massivbau als auch in einer Modulbauweise möglich ist und die Ausschreibung so aufsetzen. Das ist natürlich ein erhöhter Planungs- und Ausschreibungsaufwand. Das war aber einigen Kommunen dann wichtig und das haben wir jetzt auch schon mal an einem Fall gemacht. Welche, Herr Dr. Püstow, wir hören Sie gerade nicht. Achso, weil ich mich gemutet hatte, Verzeihung. Und vergaberechtlich wirft auch das wieder die Frage auf, sind das nicht auch zwei Lose, das Bauen und das Planen, die man miteinander trennen muss? Hier gelten eigentlich die gleichen Überlegungen, wie ich sie eingangs erwähnte. Auch die Verbindung von Bauleistungen und Planungsleistungen ist irgendwie begründbar mit ähnlichen Argumenten wie zuvor. Und ja, das ist ja immer auch eine Frage der Auftraggeber, wenn er in Totalunternehmervergaben geht, verliert er natürlich ein Stück weit einen Einfluss auf die Planung. Das kann man aber bei einem Schulbauprojekt immer noch relativ einfach machen, weil die Qualitäten und Raumgrößen einfach so leicht zu definieren sind, sodass ich mit einem Raumbuch sehr gut auch schon eine funktionale Leistungsbeschreibung definieren kann. Und ich schaffe natürlich da für Sie, Herr Trautmann, da schon ein Stück weit irgendwie Freiräume, weil ich Ihnen dann insbesondere festlege oder Freiheiten dazu gebe, wie Sie Raster gestalten, dass Sie also sozusagen auch Ihre industrielle Fertigung auch optimieren können für das Gebäude. Die Gefahr ist, wenn der öffentliche Auftraggeber in eine detailliertere Planung geht, da braucht er dann schon jemanden, der da mit einer hohen Expertise und Erfahrung auch im Modulbau die Leistung auch plant. Denn andernfalls wird die Planung nachher so aussehen, dass Modulbauer sagen, dass da passen unsere Raster nicht mehr dazu. Sie haben zwar eine gewisse Flexibilität, Herr Trautmann, aber die erreicht ja auch an Grenzen. Die Vorteile der Industrialisierung gehen natürlich auch ein Stück weit auch einher mit einem Verlust an Flexibilität. Insofern ist das ein Spagat, den der öffentliche Auftraggeber dort machen muss. Schon bei der Frage, wie tief gehe ich in die Planung hinein? Je tiefer er hineingeht, desto enger macht er nachher den Markt, jedenfalls dafür Modulbauer. Je weiter er ist, desto mehr verliert er irgendwie an Einfluss. Kommen wir mal zum Unterschied zwischen konventionellem Bauen und Modulbau.
Also wo sehen Sie denn Ihrer Ansicht nach da die Vor- und aber auch Nachteile? Also wann schwingt das Pendel Richtung Modulbau und wo könnte es Richtung konventionellen Bau schwingen? Also ich greife das Wort einfach mal auf. Wenn es nach uns geht, darf das Pendel sehr häufig in unsere Richtung ausschlagen, natürlich. Nein, also es kommt auf die Umgebungssituation drauf an. Also wir erleben das jetzt gerade bei sehr vielen Kommunen hier im Rhein-Ruhr-Gebiet, die sich aktiv auch mit dem Thema modularen Bauen beschäftigen, die Machbarkeitsstudien errichten oder entwickeln, besser gesagt. Und wir prüfen da unter anderem auch schon mal so die ein oder anderen Projekte und sagen auch ganz klar, das macht hier an der Stelle keinen Sinn. Das ist zum Teil eine sehr, sehr beengte Logistik. Das heißt, ich muss über einen engen Schulhof mit einem Schwerlasttransport quer rüber und komme nicht zur Baustelle. Das könnte ein logistisches Problem sein. Das ist, wenn ich einen Modulbaukörper zwischen zwei Altbestände zwänge, macht da auch wenig Sinn, dass das Thema Höhen ist so eine Sache. Wir haben ein sehr, sehr hohes Deckenpaket, eben dadurch, dass ein Modul bei uns aus einem Bodenrahmen und einem Dachrahmen besteht, habe ich natürlich in der Schnittstelle Erdgeschoss, erstes Obergeschoss beispielsweise, einen Dachrahmen, darauf wieder einen Bodenrahmen und darauf dann wieder den konventionellen Bodenaufbau. Das heißt, wenn ich an den Altbestand anschließen möchte und einen Übergang realisieren möchte in den Neubau, komme ich mit den Höhen eventuell da beispielsweise nicht hin. Also da muss man schon sehr, sehr ehrlich mit umgehen, dass gerade wenn ich den Modulbau einzwänge und zu viele Altbestandrandbedingungen mit einbringen möchte, dann ist auf jeden Fall die konventionelle Bauweise das Mittel der Wahl, weil ich da absolut frei bin. Sobald ich aber, ich sag mal, mich zumindest in drei Richtungen, also ich kann an einen Altbestand noch ankoppeln, kann mich aber in die anderen Dimensionen frei ausbreiten, dann sollte man theoretisch immer mal über einen Modulbau nachdenken, aufgrund der schon genannten Vorteile einfach. Okay. Aus Ihrer Sicht, Herr Hohlfeld, möchten Sie noch was ergänzen? Ja, gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel auch bei Projekten, speziell Bildungsbauten, wo jetzt sehr große stützenfreie Räume erforderlich sind, da gibt es natürlich auch gewisse Grenzen beim Modulbau. Also sprich, man muss halt mit einem erhöhten Aufwand da planen. Es ist auch möglich, wir haben auch teilweise, ich sag mal, Aulen, große Foyers etc. schon geplant. Da muss man dann einfach schauen, wie weit der leicht erhöhte Aufwand dann in der Konstruktion dann sinnvoll ist. Also da gibt es dann, wie Herr Trautmann schon sagte, gewisse Grenzen. Umgekehrt versuchen wir natürlich auch als Architekten mit Modulbauern zusammen und auch den Auftraggebern diese Grenzen tatsächlich auszuloten. Also wir können uns natürlich als Architekten nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, es geht nur um ein optimiertes Raster, es geht nur um eine, ich sag mal, maximale Produktionsoptimierung. Und da fordern wir natürlich auch dann die Modulbauer heraus. Also wir sehen uns als unsere Aufgabe, als Architekten das System so gut zu kennen, dass quasi uns der Modulbauer nicht überall sagen kann, das ist aber jetzt nicht wirtschaftlich, sondern wir sagen einfach, wir wollen das Maximum rausholen. Wir wollen auch diese Bauweise einfach zu einem, zu einer Qualität führen, wo man auch sagt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass so viele flexible Lösungen in der Summe dann zu so einer guten Qualität und so einer guten Architektur führen. Also das ist, denke ich mal, die Aufgabe an die Architekten und da appelliere ich auch teilweise in der Architektenschaft, sich stärker dieser Bauweise zu öffnen und da einfach zu gucken, was können wir eigentlich dazu beitragen, dass auch, ich sag mal, so eine gewisse Konformität und Rasterung, die halt in der Vergangenheit in Modulbauten sichtbar war, dass wir die einfach zu neuen Gestaltungszielen sozusagen führen. Mhm. Also da ist, glaube ich, viel mehr möglich, als im Moment in der Summe der Projekte gesehen wird. Das ist dann in Einzelprojekten mal wirklich spürbar. Oder auch jetzt gerade bei der Clusterschule, die wir gemeinsam entwickelt haben. Da wollen wir einfach auch zeigen, auch ganz besondere Räume, auch ganz besondere Raumkonstellationen sind möglich. Das ist weniger beschränkt, als man zunächst denkt.
Ein Teilnehmer möchte wissen, welche Geschosshöhen sind denn möglich? Kann die Dachfläche genutzt werden? Ja, also wir sind in der Lage, auch da ist, das ist logistisch zu klären, Module bis zu 4 Meter Höhe zu bauen. Davon entfallen 20 Zentimeter auf den Bodenrahmen, 20 Zentimeter auf den Dachrahmen und nochmal 10% Bodenaufbau. Das heißt, ich habe dann bis zur Rohdecke im Lichten, hätte ich dann 3,50 Meter. Das Modul selber wird, das Erdgeschossmodul, 30 Zentimeter im Erdreich versenkt, sodass ich den barrierefreien Eingang habe. Und ja, das, und damit kann ich dann aber auch wieder, also im Geschoss selber sollte ich bei derselben Höhe bleiben, aber ich kann da auch variabel darauf reagieren. Das heißt, wenn ich im Erdgeschoss eine etwas großzügigere Lösung benötige, weil ich vielleicht doch nochmal eine Art Aula oder sowas integrieren möchte, ist das möglich. Und die Obergeschosse, da gehe ich dann auf eine Höhe von, was weiß ich, 3,90 Meter. Wir können auch noch auf 3,50 Meter runter. Also das muss man dann individuell einfach schauen und in der Planung schon mal entsprechend mit durchdenken und durchplanen. Haben Sie eine Clusterschule schon mal in Modulbauweise umgesetzt? Umgesetzt aktuell jetzt noch nicht, aber die Planungen laufen daraus hinauf, dass wir es jetzt tun werden. Weil, wie gesagt, dem Modulbaukörper oder der Stahlkonstruktion ist es ja egal, was passiert. Und ich weite den Raum halt nur auf und habe zusätzliche Nutzflächen. Mehr passiert ja letztlich überhaupt nicht. Und wie ich diese Nutzflächen abtrenne, ob das mit einer Vorhanglösung passiert, ob das mit Trockenbauwänden passiert, das ist vollkommen egal. Und diese Konzepte kommen aber jetzt gerade. Es gibt einen Switch gerade im kommunalen Bereich. Es war vorher immer so diese Flurschule gewünscht. Das heißt, ich brauchte einfach Klassenräume mit ein paar Nebenräumen, einen Flur in der Mitte. Und mittlerweile geht man da hinüber und sagt, okay, der Modulbau kann ja auch mehr und realisiert dann komplett neue Schulen eben in Modulbauweise. Ich sag mal, diese Lernform Cluster ist ja noch nicht so alt und dementsprechend gibt es auch noch nicht so viele Anbieter, die es realisiert haben. Aber das wird jetzt kurzfristig kommen. Noch eine Anschlussfrage: Welche Lebenszyklusdauer haben die Modulbauten? Wie konventionell. Ja, die Stahlkonstruktion wird komplett eingepackt, alleine schon aus Brandschutzgründen. Und alle weiteren Materialien unterliegen den ganz normalen Haltbarkeits- und Lebensdauern. Klar, wenn ich jetzt eine Putzfassade habe und weiß ich, ein Schüler schießt einen mehrfachen Ball dagegen, dann kann mal was passieren. Aber die Putzfassade ist ja genau dieselbe wie auch bei einem konventionellen Gebäude. Aber wenn ich sorgsam mit dem Gebäude umgehe, an das statische Konstrukt kommt nichts dran. Also von daher haben wir da dieselben Lebenszyklusdauern. Es gibt eine Analyse vom IFES-Institut, die sind TÜV angeschlossen. Die haben allerdings mal Bürogebäude über 50 Jahre bewertet und kommen zu einer Ersparnis von bis zu 12%. Ja, wie gesagt, weil der Lebenszyklus ist exakt derselbe. Fließt natürlich auch die Verwertungsgebäude, das Thema Nachhaltigkeit mit ein, aber da braucht man sich soweit keine Sorgen machen. Also der Fragesteller darf gerne zu einer Referenzbesichtigung dazukommen und auch einem alten Gebäude von uns mal etwas näher auf den Zahn fühlen. Herr Dr. Püstow, wie verhindert denn die Kommune, dass sie im Modulbauprojekt ja sozusagen den Einfluss auf die Planung verliert? Ja, also im Prinzip das Thema, was Herr Trautermann dort vorhin schon mal sagte, die Frage, wie viel Planungskompetenz behält man sich jetzt irgendwie bei sich, wie viel gibt man das raus? Im Kern ist das eigentlich die Frage, gehe ich jetzt in ein Totalunternehmermodell oder behalte ich selber irgendwie die Planung bei mir? Das ist die eine Schnittstelle. Ne? Also wenn ich den Planer selber beauftrage, dann kann ich natürlich in den Dialog mit ihm gehen über die Raumanordnung, über die Gebäudekubatur, über die Ausführungsdetails und kann da sehr detailliert reingehen. Wenn ich in eine Totalunternehmervergabe gebe, also nach der zweiten das möglicherweise abgebe, dann geht mein Einfluss natürlich ein Stück weit zurück. Und da gibt es dann aber auch zwei Möglichkeiten, wie man damit noch umgehen kann. Das erste wäre natürlich auch hier darüber zu sprechen, was für Leitdetails kann ich möglicherweise vorgeben, um eine Qualität zu sichern. Oder aber man geht sogar noch anders weiter und sagt, ich schließe einen zweistufigen Vertrag ab. Ich sage, ich beauftrage auf Basis jetzt einer funktionalen Leistungsbeschreibung, vielleicht nach der Leistungsphase 2, ein Unternehmen, und beauftrage es zunächst mal damit, eine detaillierte Planung, bis zu einer Genehmigungsplanung, weiterzuentwickeln und entscheide dann erst nach Vorlage dieser Genehmigungsplanung, ob ich dann auch in die Ausführung gehe.
Das ist ein Modell, was jetzt noch neu am Markt ist, was eine besonders partnerschaftliche Bauweise ist. Wir nennen das die Einbindung des Baus in die Planung. Das ist ein Modell, was rechtlich möglich ist, was auch, wo es auch wenige Beispiele auch für mich schon gibt, das irgendwie umzusetzen. Voraussetzung dafür ist, dass das Modell, das nachher auch in die Ausführung gelangt, dass das noch, dass das noch dem entspricht, was auch mal bezuschlagt worden ist. Deswegen muss man sozusagen bei der Zuschlagserteilung sich einigen auf Kostenkennwerte. Beispielsweise könnte man jetzt hier Quadratmeterwerte vornehmen, auf bestimmte bauliche Qualitäten vornehmen und die eigentlich nur noch konkretisieren lassen in der Planung. Wenn man das so gestaltet, das Projekt, dann ist es möglich, also gemeinsam und im Dialog nochmal zu planen und nachher die fertige Planung als Bestätigung des Wettbewerbsergebnisses zu sehen. Das ist also wirklich ein neuer Modell, wo der Vergabezuschlag schon erfolgt vor Abschluss der Planung. Wir nennen das Zwei-Phasen-Modell und das wird erlauben, hier eng und kooperativ zusammenzuarbeiten. Herr Hohlfeld, vielleicht nochmal eine Frage an Sie. Sie haben ja nun wirklich auch schon viele Projekte umgesetzt. Wo sehen Sie denn eigentlich die größten Hürden? Sie haben sich ja schon ganz unterschiedliche Lernräume angeschaut, unterschiedliche Funktionalitäten, Materialien und so weiter. Also können Sie sagen, was eigentlich der größte Hemmschuh ist, dass man sagt, ja, jetzt will ich eine moderne Schule nach Modulbauweise errichten? Ich glaube, es ist vielleicht die Wahrnehmung, die der Modulbau noch in der Öffentlichkeit hat. Das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh. Und das ist halt vielleicht, wenn man jetzt die Summe der Schulen sieht, auch die jetzt in Neubauten errichtet werden, dann gibt es natürlich immer einige Flagship-Projekte, sage ich mal, auch hier in Köln, wo wir ja unser Büro ansässig haben, die halt dann letztlich in der Mehrzahl in konventioneller Bauweise errichtet wurden. Und dass da der Eindruck häufig erweckt wird, da ist viel mehr möglich. Und das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh. Also das heißt, das gilt dann im Umkehrschluss dann für uns als Architekten zu beweisen, es gibt eine große Qualität und dass wir auch trotz der Schnelligkeit, die ja in vielen Bereichen jetzt auch gefordert ist, gerade bei der hohen Stückzahl auch an Ergänzungsbauten oder Schulbauten in Städten, in größeren Städten vor allem, dass wir da einfach auch gemeinsam mit den Nutzern dann letztlich diese Räume entwickeln. Also dass wir uns im Planungsprozess die gebotene Zeit auch nehmen für eine gute Durchplanung gemeinsam mit dem Nutzer der Räume, weil wir ja im Umkehrschluss auch die Geschwindigkeit, sage ich mal, im Modulbau letztlich dann in der Produktion und Bauweise haben und uns da durchaus dann auch mal erlauben können, ich sag mal, in zum Beispiel zwei oder drei Partizipationsworkshops tatsächlich mit den Nutzern die Räume, die für sie besonders wichtig und qualitätvoll sind, dann entwickeln. Müsste da politisch auch noch mehr passieren aus Ihrer Sicht? Und wenn ja, was sollte da passieren? Also politisch, denke ich, sollte der Anspruch an die Gebäude fest in die, ich sag mal, in die Überlegungen, Konzeptionsphasen und dann auch in die Ausschreibungs- und Bewertungsphasen mit eingebaut werden. Also dass halt die Quantität natürlich wichtig ist, um diesen Riesenstau einfach abzuarbeiten, aber die Qualität darunter nicht leiden darf. Weil letztlich sind die Gebäude in jeder Bauweise relativ teuer und allein die vorgeschriebenen Mindeststandards sind so hoch im Schulbau, dass man eigentlich immer davon ausgeht, es wird einfach ein hochwertiges Gebäude, was dann auch die Qualität in der Gestaltung und in der Planungsphase haben muss. Und da einfach nicht den Blick drauf zu verlieren und zu sagen, wir haben ja eine gigantische Aufgabe als Land vor uns, die Bildungsbauten zu ermöglichen, wie das Land braucht, und zu sagen, wir werden die nächsten
50 bis 100 Jahren nutzen, vielleicht in Veränderungen, aber zu sagen, wir brauchen Qualität. Und das die ganze Zeit mitzudenken, das ist, glaube ich, eine Aufgabe auch der Politik. Sie nicken, Herr Dr. Püstow, wollen Sie noch was ergänzen oder? Nö, ich finde, das war ja doch ein Punkt, was wir vorhin auch ansprachen, wie kann man da Architekturqualität sichern? Und ich glaube, dass das nochmal, dass das einfach nochmal ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, dass das halt richtig ist und dass man das an den Beispielen auch sieht. Ne? Auch, dass mit Modulbau mittlerweile auch architektonische Qualität auch erreicht werden kann. Aber das ist kaum eine juristische Frage. die juristische Aufgabe ist nur, ich sag mal, diese Ziele, die Sie dort formuliert haben, dann auch umzusetzen in den Verfahren. Und es ist, wie gesagt, möglich. Einerseits durch die Bewertung von Qualität, andererseits dadurch, dass man sagt, komm, wir gestalten das Modell so, dass wir auch noch ein Stück weit gemeinsam planen. Entweder durch die Beauftragung des Architekten isoliert oder durch das Modell, wie ich es gerade beschrieben habe. Man geht in so einen zweistufigen Vertrag rein. Wir kommen jetzt schon zu unserer Schlussrunde und wir haben noch 4 Minuten. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass Sie noch mal so ein Abschlussstatement geben. Wo sehen Sie noch Änderungsbedarf, damit es noch mehr Schulen gibt in modularer Bauweise? Und was ist Ihr Fazit und Ihre Erfahrungen insgesamt damit? Herr Trautermann, fangen wir bei Ihnen an. Man hört Sie nicht, Sie müssen sich wieder einschalten. Pardon, müsste jetzt wieder passen. Eine Frage habe ich aber trotzdem verstanden, beziehungsweise das Schlussplädoyer. Wir stellen generell fest, dass die Anfragesituation in Bildungsimmobilien deutlich steigt. Ja, das heißt, die Akzeptanz des Modulbaus nimmt immer mehr Fahrt auf. Anknüpfend an die Worte von Herrn Hohlfeld, das Thema Qualität eben durch die serielle Vorproduktion können wir mit einer sehr, sehr hohen Qualität eben auf die Baustelle kommen, weil jedes Rad ineinander greift. Genau, der Modulbau ist dafür eigentlich prädestiniert. Viele haben schon davon gehört, aber wünschenswert ist natürlich, dass so die letzten Hemmnisse möglicherweise überwunden werden. Also dass man wirklich mal Kontakt zum Modulbauhersteller aufnimmt, einfach mal über die Projekte spricht, ein ehrliches Statement bekommt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, und die Modulbauweise einfach als gleichwertige Bauweise oder der konventionellen Bauweise gleichwertig erachtet. Und wenn da noch Vorbehalte sind, auch da stehen wir gerne zur Verfügung, von einer Werksbesichtigung bis hin zu einer Referenzbesichtigung ist da bei uns alles möglich. Wir sind auf einem guten Weg, also wir sehen es bei sehr, sehr vielen Kommunen hier in der Rhein-Ruhr-Schiene, dass dieses alte Denken aufbricht. Die Modulbauweise ist eine sehr innovative Bauweise, aber wie es halt in Deutschland schon mal so ist, Innovation und altbekanntes Doing beißt sich schon mal ein bisschen und dauert dann einfach ein bisschen länger. Aber wir haben einen langen Abend. Herr Dr. Püstow, Ihr Schlussplädoyer. Ja, das Vergaberecht ist kein Hemmschuh, sondern ein Instrument für die Ziele des Auftraggebers. Wir müssen die Gedankenwelt ein Stück weit umdrehen. Wir kommen so oft aus dem Vergaberecht und beschäftigen uns mit dem Problem. Aber ganz vorne steht erstmal die Frage, was wollen wir überhaupt? Was sind irgendwie die Ziele? Da muss man die mal bewerten, die Ziele. Und danach finden wir Rechtsanwälte dann eine Lösung, auch im Vergaberecht. Sehr schön. Herr Hohlfeld. Ja, das nehme ich gerne auf, was Herr Dr. Püstow gesagt hat. Für uns als Architekten gilt es auch, dass der Modulbau kein Hemmschuh ist, sondern im Grunde eine Möglichkeit, die Schulbauten umzusetzen, die dieses Land braucht. Und ich hoffe, dass auch die Kommunen und die großen Städte, die ja auch dann an vielen Standorten Bedarf haben, dass die uns Architekten genauso wie auch die Modulbauer und die Juristen stärker einbindet, um einfach zu gucken, was ist da möglich und da wirklich die Qualität zu bringen, die es bei aller Quantität dieser Bauaufgabe dann der es bedarf. Ja, herzlichen Dank an Sie alle und an die, die auch mitgemacht haben, hier ihre Fragen gestellt haben. Ich denke, wir haben ein rundum gutes Bild abgegeben aus unterschiedlichsten Perspektiven, auch das Thema Modulbau bei Schulbauten. Und ich freue mich, wenn der ein oder andere Teilnehmer tatsächlich dies genutzt hat, um über die Hürde zu springen und sich tatsächlich intensiv damit auseinanderzusetzen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.